Marlin versucht das Spiel natürlich breit zu machen. Sie sind zwar beide Penholder-Spieler, aber spielen doch sehr unterschiedlich. Dario Somin ohne den Rückhand Penholder Topspin auskommen muss, ist er auf eine extrem gute Beinarbeit angewiesen. Der Südkoreaner, der in diesem Olympiafinale 2004 so gut wie keine Rückhand spielte. Und Marlin hat den Weltcup schon viermal gewonnen, sowas wie sein Lieblingsturnier 2000, 2003, 2004 und auch im vergangenen Jahr. AO offensichtlich als Coach im Einsatz in diesem Viertelfinale. Das war möglicherweise die Trainer nicht mit weitergereist von Magdeburg, wo ja am vergangenen Wochenende der World Team Cup war, nach Barcelona. Ja, der stand natürlich wirklich gut für Marlin. Ärgerlicher Punktverlust. Ist ja im Moment die Nummer 2 in der Welt hinter seinem Landsmann Wang Hao. Sehr viel von Kurzspiel über dem Tisch geprägt, dieses Match bisher. Und da gerät auch mal Marlin ein Ball zu hoch. Und Rio Somin kann zum 7:9 verkürzen. Bei Marlin fehlt ab und zu noch das erforderliche Feintuning. Auch da wieder eigentlich eine gute Chance für den Chinesen. Und mit dieser schon ja brachialen Vorhand verschafft er sich zwei Satzbälle. Und wenn ich gesagt habe, keinen Penholder, Rückhand Topspin, dann heißt das,
dieses Mittel nicht regelmäßig einzusetzen. Ab und an macht er es auch, und das haben Sie gerade gesehen, bei Ryu Seung-min, die Frequenz, mit der Wang Ha und Malin diesen Backhand-Topspin spielen, allerdings ungleich höher. Diesmal hat ihm die Vorhand zum Sieg, zum Punktgewinn zumindest schon mal verholfen. Beide Satzbälle abgewehrt von Ryu Seung-min. Oh, und hat er Glück mit diesem Netzroller. Sie haben mal wieder gesehen, wie eminent schnell dieser Südkoreaner ist. Und so gelingt es ihm immer wieder mit der Vorhand zum Zug zu kommen. Auch dann, wenn Malin die Bälle verteilt. Nun plötzlich der erste Satzball für Ryu Seung-min. Und den kann er direkt nutzen, geballte Faust des Südkoreaners. Na, das ist ein perfekter Start. Den ersten Satz gewonnen und das auch noch nach Satzbällen des Gegners. Und Sie hören das Raunen, das da durch die Halle geht. Durch die Mengen kann man, glaube ich, nicht sagen. Sie sehen es, wenn die Kamera ab und zu mal den sogenannten White Shot zeigt, also die komplette oder die eine Seite der Halle. Zuschauerbeteiligung, alles andere als überragend. Ich will mich dazu auch nicht jetzt so intensiv äußern. Sie kennen meine Meinung dazu, hochkarätige Veranstaltungen in Länder zu vergeben, in denen von vornherein klar ist, dass die Hallen weitgehend leer bleiben. Und zu diesen Ländern gehört natürlich auch Spanien. 11:0, das ist seine Bilanz vor diesem Match gegen Ryu Seung-min. Die direkte Bilanz gegen den Südkoreaner. Aber was das zu sagen hat, wenn der Südkoreaner gegen einen Spieler noch nie gewonnen hat, da klingelt es bei Ihnen vielleicht. Das musste Timo Boll erleben in diesem Jahr im WM-Viertelfinale. Auch er hatte eine 0-Bilanz gegen Ryu. Und doch war der Südkoreaner an diesem einen Tag deutlich stärker als der Deutsche. Noch bemerkenswerter als die abschließende Vorhand war eigentlich der Ball davor. Da sehen Sie diese Rückhand, die mal stark in Verlegenheit brachte. Und den Chinesen scheint der verlorene erste Satz noch so ein bisschen in den Knochen zu stecken. Die ersten etwas hilflosen Blicke von Malin, dem fehlt die Grundsicherheit vor allen Dingen, was bei ihm ganz, ganz selten der Fall ist. Das war auch im ersten Durchgang schon so, obwohl er sich dann zwei Satzbälle erarbeitet hat.
Ja, und Ryu Soo-min, der trifft nach Belieben. Mit dem Pokerface-Blick Liu Guoliang. Aber innen drin wird es brodeln, da bin ich mir sicher. Denn gegen diesen Südkoreaner sehen sie alles andere als gerne schlecht aus. Der Stachel aus Athen, der sitzt immer noch tief. Da hat er es jetzt mal geschafft, Ryu Soo-min ganz weit in die Ecke zu treiben und trotzdem kommt der Südkoreaner noch an den Ball heran. Das allein schon bemerkenswert. Das zeigt, wie schnell er ist. Überragende Beinarbeit bei Ryu Soo-min. Ryu stand übrigens noch nie im Halbfinale eines Weltcups. Die besten Ergebnisse zweimal Viertelfinale, das war 2003 und 2005. Sieht immer so ein bisschen gelangweilt aus. Liu Guoliang. Genau am richtigen Punkt getroffen. Da sehen Sie, nimmt die Geschwindigkeit von Ryu das Ball mit. Klasse gemacht von Marlin. Fünf Satzbälle nun für den Südkoreaner, um mit 2-0 nach Sätzen in Führung zu gehen. Wäre selbst lieber jetzt an der Stelle seines Landsmanns Oh Sang-eun. Hatte schon in der vergangenen Woche beim World Team Cup Probleme. Ryu Se-yuk, dritte südkoreanische Weltklasse-Mann, musste verletzungsbedingt aufgeben bei diesem Weltcup. Die Fahne hält nur noch Erlo hoch. Ryu Soo-min, der Olympiasieger, mit einem Superstart in dieses Viertelfinale gegen den Weltrennisten Ersten, gegen Wang Hao aus China. 2-0 nach Sätzen. Also für Südkoreas Olympiasieger Wang Hao im Viertelfinale des Herrenweltcups gegen den Rekordsieger und Titelverteidiger Malin aus China. Und das müssen wir schon als eine Überraschung werten, denn ich sag's nochmal, die Bilanz vor diesem Match aus Sicht von Ryu Soo-min 0-11. Aber er scheint ein Spezialist gerade für solche Fälle zu sein. Bei Timo Boll war es ja vor dem WM-Viertelfinale gegen diesen, eben diesen Ryu 7-0. Und dann war die Medaille ganz, ganz schnell futsch. Frage also jetzt, Timo Boll und drei Chinesen im Halbfinale oder schafft es auch Ryu Soo-min. Der Sieger dieser Partie trifft im Semifinale auf den Weltmeister, auf Wang Li-Chin.
Marlin jetzt mit deutlich aggressiverer Körpersprache auch. Und wem die Sympathien gehören in Barcelona, das hören sie ganz, ganz deutlich. Und das ist natürlich auch klar, denn die Chinesen, sie sind immer die Top-Favoriten. Und egal gegen wen sie spielen, das Publikum hält immer zu den anderen. Es sei denn, es sind innerchinesische Duelle. Yu Songmin hat das gut wieder aufgefangen. Den Fehlstart im dritten Satz nach 1-5. Mittlerweile 4-5. Ja, und der war so weit herausgetrieben, dass der Punkt sicher war, mehr oder weniger. Aber erneut beeindruckend, dass Rio an diesem Ball überhaupt noch herangekommen ist. Und die beiden Spieler mit der besten Beinarbeit weltweit, die in diesem Match aufeinandertreffen. Da punktet er trotz eines wirklich schwachen Returns, und da haben Sie gerade gesehen, wie sich Rio mit dem Schläger ganz kurz an die Stirn getippt hat. Wie kann man nur so einen idiotischen Fehler machen? Und eine der besten Aktionen bisher in diesem Match von Marlin. Schön in der Zeitlupe nochmal zu gehen. Der Vorhand-Gegenzieher lässt Rio keine Chance. Ja, es wird auch allmählich an Zeit für ihn, einen Satz zu gewinnen. Nun hat er gleich viermal die Gelegenheit dazu. Die erste reicht schon. 11-6. Marlin, der Titelverteidiger aus China, verkürzt gegen Olympiasieger Ryu Songmin aus Südkorea auf 1-2 in diesem vierten und letzten Viertelfinale beim Herrenweltcup in Barcelona. Marlin, ich habe es gesagt, er ist der Rekordturniersieger, viermal bereits beim World Cup triumphiert. Und das ist immer wieder beeindruckend, wie er schafft, auch nach den größten und herbsten Rückschlägen ganz schnell wieder auf ganz, ganz hohes Niveau zu kommen.
Rückschläge, da meine ich natürlich vor allen Dingen diese unglückliche, traurige Finalniederlage bei der WM in diesem Jahr gegen seinen Landsmann, gegen Wang Liqin. Der Weltcup übrigens mit 135.000, sind nicht ganz 100.000 Euro dotiert, 135.000 US-Dollar. Für den Sieger gibt es 44.000. Und alle, die das Halbfinale erreichen, haben schon mal 10.000 Dollar sicher. Diesmal werden übrigens auch Platz 3 und 4 ausgespielt. Und da gibt es immerhin einen Anreiz von 5.000 Dollar. 10.000 für den dritten, 10.000 für den vierten, 15.000 für den dritten. Das ist jetzt nicht gerade das Tischtennis, bei dem man mit der Zunge schnallt zwischen den beiden. Da passiert ganz, ganz viel über kurz über dem Tisch. Und nur wenn in diesem Fall der Rückschlag zu hoch und oder zu lang wird, dann ist es schon möglich, beim ersten Schlag nach dem Service zu attackieren. Gerade versucht, seinen Gegner mit einem schnellen Aufschlag in die lange Vorhandseite zu überraschen. Das war eine gute Revanche von Ryu Seung-min. Mit diesem Kantenball. Ja, mal in ihm droht so allmählich so ein bisschen die Zeit davon zu laufen. Er ist zwar erst 27 Jahre alt und damit zum Beispiel nur ein Jahr älter als Timo Boll, aber wir wissen natürlich, dass die Top-Chinesen längst nicht so lange international für das Reich der Mitte spielen, wie es die Europäer tun. Deshalb jetzt höchste Eisenbahn für Ma Weng, endlich einen der beiden großen Titel zu gewinnen und die heißen nun mal Olympiasieger und Einzelweltmeister. Ich glaube, wenn man vor den Olympischen Spielen eine Umfrage unter allen nicht-chinesischen Spitzenspielern macht und die Frage stellt, welcher Chinese hat es am meisten verdient, Olympiasieger 2008 im Einzel zu werden,
werden sich die meisten auf ihn festlegen, auf Marlin. Vielleicht die alles entscheidende Phase in diesem Match bei einer 2:1 Satzführung von Ryu Sung-min. Da lacht er. Also einfach war es, glaube ich, nicht, den Ball zu treffen. Trotzdem weiß Ryu natürlich, dass er auch solche Bälle spielen kann. Da hat er ihn gelockt mit diesem Service und ist genau das passiert, was ich Marlin erhofft hatte. Ryu Sung-min mit dem Fehler. Und den nächsten Punkte macht er aber wieder, der Südkoreaner, aus einer massiv bedrängten Position und unter dem Einsatz der letzten noch zur Verfügung stehenden körperlichen Möglichkeiten. Das können wir gleich nochmal da sehen. Hat er eigentlich viel zu schlecht zum Ball gestanden, aber damit hat Ryu nun wirklich mehr Erfahrung als jeder andere Weltklasse-Spieler. Weil er nun wirklich permanent seine Rückhand umläuft. Und nach diesem Punktgewinn die Möglichkeit für Ryu Sung-min mit 3:1 versetzen in Führung zu gehen. Satzball für den Südkoreaner. Ihn muss man bei großen Turnieren mit auf der Rechnung haben, auch wenn er eigentlich nie zum allerengsten Kreis der Favoriten gehört. Aber bei Ryu spricht natürlich vor allen Dingen der Olympiasieg für sich. WM Bronze kam doch noch dazu in diesem Jahr. Die dritte Chance nun. Und wenn Marlin anfängt zu lächeln, dann wissen wir, dass es nicht gut um ihn steht.
Ballwechsel hat er so gerade überstanden, der Chinese. Auch das wieder ein super langer Ballwechsel. Zum Teil gibt es da Serien von mehreren Punkten, wo nicht so viel Attraktives passiert, aber dann immer wieder zwischendurch diese langen Ballwechsel. Da scheint wirklich eine Phase in diesem Match zu sein, die der Engländer crucial nennt, also eine spielentscheidende Phase. Und weil das so ist, gibt es jetzt auch die Auszeit. Genommen von Ryu Sung-min, das war deutlich zu sehen. Und das ist klar, er hat drei Satzbälle nicht verwerten können. Der Südkoreaner möchte sich jetzt mit seinem Coach, der eigentlich sein Nationalmannschaftskollege als Spieler ist, Oh Sang-eun, beraten, um zu besprechen, was mache ich jetzt, um diese vierte Chance zu verwerten. Und das wäre natürlich ein Ding, wenn Ryu hier nachsetzen mit 3:1 in Führung gehen würde. Und wieder hat er die Möglichkeit, bei eigenem Aufschlag den Sack zuzumachen. Das hat ihm freilich bei den Chancen zuvor auch nichts geholfen. Aber diesmal hilft es, obwohl auch Ryu da nochmal einen zweiten Blick riskieren musste, um dann ganz sicher zu sein, dass der Ball nicht die Kante berührt hat. 3:1 für den Olympiasieger aus Südkorea. Ryu Sung-min führt überraschend im Weltcup-Viertelfinale gegen Marlin nachsetzen mit 3:1 und stellt wieder einmal unter Beweis, dass es nichts zu bedeuten hat, welche Bilanz er gegen die Besten der Welt hat. Bei Timo Boll war es 0:7 und trotzdem schlug er den Deutschen im WM-Viertelfinale. Bei Marlin steht sogar 0:11 aus Sicht von Ryu. Und trotzdem hat der Südkoreaner mit 3:1 Sätzen die Nase vorn. Marlin hat drei Satzbälle abgewehrt im vierten Durchgang. Die vierte Chance von Ryu konnte er dann nicht mehr vereiteln. Und das bedeutet, der Chinese muss jetzt drei Sätze in Folge gewinnen, um seine Chancen auf eine Titelverteidigung zu wahren. Ja, da blickt sich Marlin hilflos um in Richtung Liu Guoliang. Hilf mir doch bitte, Trainer. Und der hat ein Einsehen und nimmt die frühe Auszeit bei 0:3 aus Sicht seines Spielers. Aber auch richtig, absolut richtig nach meiner Meinung, so früh einzuschreiten. Aber man merkte bei Marlin eine sehr, sehr frühe Verunsicherung in diesem Satz zu Beginn. Konnte
wahrscheinlich die große Enttäuschung über den knappen Verlust des vierten Satzes noch nicht abschütteln. Und genau das muss er aber tun, um gegen den Südkoreaner ins Match zurückzukommen. 1:3 und 0:3. Das sieht alles andere als gut aus für den Mann, der den Weltcup als sein Lieblingsturnier bezeichnen darf, weil er ihn viermal und damit so oft wie kein anderer gewonnen hat. Und er als Ersatzcoach Oh Sang-eun bislang kann er sehr, sehr zufrieden sein mit seinem Anführungsstrichen Schützling. Sehr schön auf den Bauch gespielt. Und da mögen es nicht nur Kreisliga, sondern auch Weltklasse-Spieler nicht gern. Ja, das war wieder eine der seltene Momente, in denen Ryu Sung-min mit der Penholder-Rückhand einen Topspin spielt. Und das war eigentlich eine ideale Vorbereitung für einen Punktgewinn. Kann die Chance aber dann nicht nutzen, der Südkoreaner. Okay, 4-4. Im fünften, beide haben sie ihre Auszeit genommen. Bei Marlin hat es etwas gebracht, denn nach 0:3 jetzt 4:4. Gespielt, nicht überhastet. Wohl wissend, wie er die Bälle platzieren muss, damit der Penholder-Spieler nicht plötzlich doch wieder zum Angriff kommt. Und da hat Rio die Sache wirklich perfekt gelesen und mit dem Vorhandflip zum direkten Punkt gewinnen.
8:6 und 3:1 nach Sätzen für Ryu Seung-min. Und ich denke, alle, die nach Tibor Bolz Viertelfinalniederlage bei der WM gegen den Südkoreaner gesagt haben, wie kann man denn nur gegen den verlieren, die müssen spätestens heute ihre Einschätzung revidieren. Jene, die ihn bei den Olympischen Spielen gesehen haben, die waren sowieso spätestens seit Athen davon überzeugt, dass Ryu, wenn er in absoluter Topform ist, zusammen mit Boll die größte Bedrohung für China darstellt. Und er gehört halt zu den wenigen auf der Welt, die gegen die besten Chinesen auch mal gewinnen können. Auch wenn die Gesamtbilanz sehr schlecht ist. Nicht nur gegen Marlin, sondern auch gegen Wang Lichin und Wang Hao. Entscheidend doch, dass es dieser Ryu immer wieder schafft bei den Top-Turnieren einen rauszuhauen. Hat er ihn wieder ganz, ganz, ganz weit in die Rückhandseite getrieben. Und Ryu wollte mit diesem Falltopspin, sag ich mal, durchkommen, die Entscheidung herbeiführen, aber in dem Fall leider zu seinen Ungunsten. Trotzdem nach wie vor nur 2 Punktgewinne vom Halbfinaleinzug entfernt. Satzball für Marlin. Obwohl das alles andere als schlecht begonnen hatte für Ryu in diesem Ballwechsel. Da ist ihm Marlin der Aufschlag zum wiederholten Male etwas zu lang geraten. Und der Vorhand flippt die Basis für den Punktgewinn des Olympiasiegers. Der jetzt Matchball hat gegen den Titelverteidiger, gegen den vierfachen Weltcup-Gewinner. Marlin. Das erste Semifinale heißt Boll gegen Wang Hao. Das zweite Wang Lichin gegen Ryu Seung-min. Und genau das ist der Fall. Ryu hat mal wieder seinem Ruf alle Ehre gemacht, dass er, wenn auch nicht oft, aber als einziger von ganz, ganz wenigen, als einer von ganz, ganz wenigen in der Lage ist, einen der drei Top-Chinesen zu schlagen. Das schaffen fast keine. Und das schafft eigentlich neben ihm, außerhalb von China, nur der Europameister Timo Boll. Und weil beide noch im Wettbewerb sind, darf man sich vielleicht mal wieder Hoffnungen auf einen nicht-chinesischen Turniersieger machen.
Das hat jetzt nichts zu bedeuten gegen die Chinesen, sondern sie brauchen doch die Erfolge, die anderen, um dauerhaft mit den Chinesen wetteifern zu wollen, die meisten großen Titel für sich.